Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Wir sind in Wales, im ehemaligen Ordenanwesen von Lady Eleanor und Sir Richard und haben einige interessante Dinge über Angelina rausgefunden. Wir können zwar noch nicht richtig einsortieren, was eigentlich genau los ist, aber auf jeden Fall war sie schon, bevor sie Darren in Bitterford getroffen hat, hier in Wales gewesen und hat irgendwelche Blutkonserven gesucht, was schon ziemlich creepy ist. Ich bin mal gespannt, was Darren hier vielleicht so aufgeschrieben hat. So, das hatten wir, glaube ich, hier schon. Stammbaum der Familie Gordon. Tom und Bobby gehören also zum Orden oder wurden zumindest von ihm beauftragt. Aber wer steckt hinter meiner und Angelinas Entführung? Alles deutet in Richtung Gordons. In Willow Creek geschieht nichts ohne ihr Wissen. Und dieses Schloss gehört ihnen mit Sicherheit auch. Wales. Nichts von dem, was in den letzten Tagen passiert ist, hat mich so geschockt wie die Aussage dieses kleinen Jungen. Er behauptet, dass Angelina schon vor Wochen hier gewesen ist. Lange bevor wir uns in den USA getroffen haben. Lange bevor ich ihr von Willow Creek, den Gordons und dem Orden erzählt habe. Sie muss von all dem gewusst haben. Sie hat mich angelogen. Benutzt. Ist sie am Ende gar nicht entführt worden? War es ihr Job, mich zu umgarnen und nach England zu locken? Mir dreht sich der Magen um. Ich will es nicht glauben. Ich brauche Antworten. Ja, Darren tut mir schon ein bisschen leid, ne? Wahrscheinlich der einzige Mensch, dem er vertraut hat, war Angelina. Und jetzt kommt raus, dass sie ihn eigentlich die ganze Zeit belogen hat. Angelinas Spur folgen. Ich kann hier noch nicht weg. Erst muss ich herausfinden, was Angelina hier wollte. Scheiß auf Tom. Was wird hier gespielt? Was hat Angelina in der Ruine gemacht? Das werden wir jetzt mal rausfinden. So, hier hätten wir uns ja schon umgesehen. Dann gehen wir mal direkt zum Garten. Und ja, der kleine Van Helsing wird für uns Wache stehen. Hauptsache, er lässt sich nicht erwischen. So, hier ist das alte Haus, in dem Sir Richard seine Experimente gemacht hat. Ich hoffe, das hat nichts mit dem zu tun gehabt, dass Samuel ihm damals gefälschte Chemikalien gegeben hat. Das könnte früher mal ein Turm gewesen sein. Oben war die Prinzessin eingeschlossen und wartete auf ihren strahlenden Ritter. Wer weiß, was jetzt dort wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da etwas Interessantes drin ist. Aber von hier aus komme ich nicht rein. Ja, da schauen wir uns mal ein bisschen um. Erstmal nehmen wir vielleicht noch den Gartenschlauch mit. Ein Wasserschlauch, mit dem man früher vermutlich den Garten gesprengt hat. Der ist kaputt. Hier ist ein Riss von bestimmt 1 Meter Länge zu sehen. Vermutlich stand im Winter Wasser im Schlauch und als es gefroren ist, ist der Schlauch geplatzt. Vielleicht kann man das nochmal reparieren. Schläuche waren bisher immer recht nützlich. Hoffentlich ist das bei dem auch so. Ja, stimmt. Bis jetzt hatten wir eigentlich immer ganz gut Glück. Ein völlig verdreckter Wasserhahn. Ja, ob der verdreckt ist, ist egal. Er funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er funktioniert noch. So, hier geht's zum Schloss. Ein zwar alter, aber immer noch funktionstüchtiger Wasserhahn. Okay, brauchen wir wahrscheinlich später noch. Immerhin haben wir auch den Schlauch. Diese Laterne leuchtet sicher schon lange nicht mehr. Und sie wird wohl auch nie wieder leuchten. Kaputt. Wie alles hier. Mitnehmen können wir davon nichts. Das Haus oder das, was davon übrig ist, ist nicht so alt wie die anderen Ruinen hier. Na, das außer den verkohlten Stellen an dem Gemäuer kann ich nichts Interessantes erkennen. Das Gartenhaus. Diese Mauer ist sicherlich genauso alt wie der Turm. Und genauso baufällig. Ich sollte mich von ihr fernhalten. Okay, also ist die Mauer und der Turm älter als das Haus? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die einzige Funktion der Mauer scheint das Tragen des Tores zu sein. Ich will sie nicht dabei stören. Da hat entweder jemand versucht, in der Einfahrt zu wenden, oder die Mauer ist aus Altersschwäche eingestürzt. Na gut, wenn jetzt hier 10 Jahre lang niemand mehr war. Hinter der Mauer beginnt eine Art Burggraben, vielleicht 4 bis 5 Meter tief. Louis hätte das bestimmt nicht zugelassen. Da unten gibt es nur Steine und Gerümpel.
Vielleicht auch noch ein paar Fundstücke aus dem Mittelalter. Schwerter, Rüstung und solche Dinge. Aber da sollten sich Archäologen drum kümmern. So, soll man hier nach hinten einen Wasserspeier? Das Becken ist randvoll mit Wasser gefüllt. Vermutlich ist der Ausguss verstopft, sodass das Regenwasser nicht mehr ablaufen kann. Gut, so, hier geht's nach hinten. Kommen wir dann dort in das Haus rein? Ein Baum versperrt den Weg. Aber ich schätze, ich könnte über den Stamm klettern. Ich würde dich mal drum bitten, Darren. Obwohl, vielleicht sollten wir erstmal hier reingehen. Muss ja nicht gleich darüber steigen. Verflucht! Das hätte auch ins Auge gehen können. Morast, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es scheint hier zum Glück länger nicht geregnet zu haben. Deswegen ist der Morast verhältnismäßig trocken und hart. Sonst wäre ich tiefer versunken und hätte mich wohl nicht alleine befreien können. Oh, das ist gruselig. Oder, wenn er so feststeckt? Es scheint hier zum Glück länger nicht geregnet zu haben. Sonst wäre ich tiefer versunken. Okay. Flaschenzug. Flaschenzug? Ein Flaschenzug, von Wind und Wetter gezeichnet. Aber er funktioniert noch. Wer weiß, wozu man es gebrauchen kann. Sieht nützlich aus. Nimm mich mit. Ja, Darren ist jetzt auch viel freigiebiger in dem, was er alles so mitnimmt. Hier ist die Gruft, die Statuen, Bäume. Schon wieder ein Wasserbecken. Ein Monolith, die Treppe. Okay. Wir schauen uns erstmal hier draußen noch um. Und dann werden wir mal die Gruft betreten. Ist das etwa auch ein Grab? Nein. Wohl eher etwas wie ein Wasserbecken. Auf der Wasseroberfläche schwimmt zentimeterdick Entengrütze. Ein Grabmal. Dahinter stehen noch weitere. Vielleicht eine Art Familienfriedhof? Ist möglich. Keines der Gräber sieht aus, als wäre es in den letzten Jahren dazugekommen. Die meisten Steine dürften seit Jahrzehnten so dastehen. Ein Wunder, dass die Treppe noch nicht in sich zusammengestürzt ist. Ein Fuß würde ich trotzdem nicht auf sie setzen. Okay, so. Drei sehr ähnliche Bäume. Alle etwa armdick, 3-4 Meter hoch und ziemlich windschief. Die Bäume haben erst ziemlich weit oben die ersten Äste. Und so gut wie keine Blätter. Es geht ihnen eindeutig nicht gut. Aber sie sind trotzdem deutlich zu dick, um sie abzubrechen. Ja, wozu sollten wir die jetzt auch abbrechen, ne? Wir haben auch kein Werkzeug, um das irgendwie zu bewerkstelligen. Die Bäume haben erst ziemlich... Aber sie sind trotzdem... Die Statuen zeigen verschleierte Frauen, die um die Toten trauern. In ihren Büchern steht... nichts. So, damit können wir das auch nicht mehr machen. Ja, dann gehen wir doch mal da rein. Hier ist der Boden überall extrem weich. Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Dieses Gebäude ist wohl das einzige, das noch betreten werden kann. Die Statuen. Auch da kann man sich vielleicht noch dran erinnern. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Okay, das ist vielleicht dann auch nochmal wichtig. Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das scheint aber auch schon ein paar Jahre her zu sein. Die Decke ist teilweise ein... Sarkophag. Der kleine Van Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus.
Angelina hat den Sarkophag geöffnet, so viel ist klar. Aber warum? Das werden wir wohl noch rausfinden müssen. Ich weiß nicht, warum Angelina den Deckel vom Sarkophag gehoben hat, aber sie hat es getan. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Der Deckel muss etliche 100 Kilo wiegen. Angelina hatte bestimmt im Gegensatz zu mir die passende Ausrüstung dabei. Okay, na dann werden wir mal gucken, was wir da machen können. Könnte Poseidon sein. Zumindest hält die Statue einen Dreizack in der Hand. Eine Steinfigur, die eine Waagschale hält. Die Schale ist leer. Diese Steinstatue ist mit Moos bewachsen, wie die anderen auch. Sie trägt einen Schild aus Metall. Ungewöhnlich. Oh, der Schild wurde seit Jahren nicht bewegt. Falscher Alarm. Okay, hier gibt's nichts weiter. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheimgänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich. Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Maden. Ach, Darren. Soll jemand ein paar Tragegurte? Da liegen zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. So, jetzt trotzdem die Frage, wie wir jetzt hier dieses... Die Gurte sind aus einem reißfesten Gewebe. Die halten einiges aus. Das Teil hochheben können. Vielleicht schon mal damit, ha? Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. So, jetzt haben wir dann noch den Flaschenzug. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen, an dem ich den Flaschenzug aufhängen wollte. Ja, aber die Idee ist gar nicht so schlecht, Darren. Wir müssen uns nur irgendein Gestell bauen. Und dafür brauchen wir bestimmt da draußen die Bäume. Aber wir brauchen Werkzeug, um sie zu fällen. Ich denke mal, wir sollten in das Gartenhaus gehen und mal gucken. Weil ich denke mal, mit der Metallstange wird das ja auch nichts hier. Nee. Wir gehen nochmal hier in das Gartenhaus. Ach, sehr gut. Er geht diesmal hier außen rum. Clever. Ah ja, ein Haken. Trotz Rost sieht er noch recht stabil aus. Mit dem Haken könnte ich den Flaschenzug an der Decke befestigen. Gute Idee. Echt? An der Decke? Die... Der ist verdammt gut verankert. Mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Vielleicht diesmal mit der Stange? Wir brauchen Werkzeug, offenbar. Wo kriegen wir jetzt Werkzeug her? Ein Wunder, dass überhaupt noch so viel von dem Haus hier steht, nachdem der Baum hineingekracht ist. Ist da noch irgendwas? Nichts Interessantes zu sehen. Das Dach ist eingestürzt und hat den Raum unter sich begraben. Das heißt, wir wollen da auch nicht reingehen, Darren? Keine Chance. Die Tür ist verkeilt. Und auch wenn nicht, das Gebäude sieht mir stark einsturzgefährdet aus. Aber war Angelina auch nicht hier drin? Jetzt brauchen wir aber erstmal noch irgendwie Werkzeug. Nach hinten. So, hier scheint es erstmal nicht zu geben. Lehnt hier vielleicht noch irgendwas an der Mauer, was wir jetzt übersehen haben könnten? Hier ist nichts. Nee, nicht zum Wasserhahn, bitte. Zum Schloss. Irgendwelches Werkzeug. Wir sprechen nochmal mit ihm. Vielleicht hat er ja was. Ansonsten müssen wir es irgendwie anders machen. Oh ja. Na du? Hallo. Ein schönes Beil hast du da. Hab ich gefunden. Kann ich es mir vielleicht mal ausleihen? Ein Vampirjäger legt niemals seine Waffen ab. So, so. Und hörst du auch irgendwann auf, ein Vampirjäger zu sein?
Was soll ich denn sonst spielen? All meine Spielsachen sind im Haus. Da kann ich dir vielleicht helfen. Schau mal! Boah, mein Auto! Jetzt hat er es fallen lassen. Oh, ich glaube, er ignoriert uns jetzt, oder? Ich muss weiter. Hältst du hier die Stellung? Klar. Das Beil des kleinen Kerls hat seine besten Tage schon hinter sich. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. Dankeschön. So, jetzt habe ich Werkzeug. Jetzt werden wir mal versuchen, diesen Haken aus der Wand zu holen und die Bäume zu fällen. Mal sehen, ob das damit funktioniert. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, um das Ganze hier zu bewerkstelligen. Schlurf, schlurf, schlurf. Komm. Ne, erstmal der Haken. Der Haken. Ich versuche mit dem Beil den Haken zu lösen. Versuch das. Das sieht ziemlich ungeschickt aus, was du da machst, Darren. Das hat erstaunlich gut geklappt. Wunderbar. So, jetzt werden wir mit dem Beil auch noch die Bäume fällen. Und dann werden wir da so einen Dreifuß draus bauen. Dürfte länger dauern, als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Kann ich auch nicht ändern. Muss schon unten. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut 1,5 Meter gestutzt. So, die binden wir jetzt zusammen. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus 3 Hölzern einen Dreibaum binden. So und so. Ja, genau. Und jetzt ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Es freut mich. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Freut mich, dass du mitdenkst, Darren. Jetzt müssen wir hier oben noch den Haken ranmachen, dachte ich. Nicht? Den Flaschenzug? Haben wir noch Seil übrig? Dreibaum. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Na dann zieh mal, denke ich. Oder? Reicht gerade so von der Länge her. Ganz vorsichtig. Oh, ich ja. Hoffe, das hält. Ich auch. Huch, wie ist das denn passiert? Sarkophag, und da geht's rein, natürlich. Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Wie war das mit den Geheimgängen? Der Spalt ist groß genug, um sich hindurch zu quetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Das wäre schlecht. Ach, das ist aber das Gartenhaus jetzt. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Ja, wir sind in dem ehemaligen Labor von Sir Richard. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behauene Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Eher wie aus einem Frankenstein-Film. Ja, ist ja auch schon was älter, ne? Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Logik sagt mir, dass der Turm seit Jahren hier so steht und die Chance sehr gering ist, dass er ausgerechnet einstürzt, wenn ich hier drin bin. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht länger hier bleiben sollte als unbedingt nötig. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein, aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt.
Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Nee, wirklich nicht. Zur Gruft der Tresor. Ein Schweißgerät. Was haben wir hier, eine Mappe? Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Kann man hier noch irgendwas von gebrauchen? Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass. Die werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. A, B, B, A und 0. Ja. Das ist aber auch auf der, also in den unterschiedlichen Regionen der Welt ist das unterschiedlich verteilt. Nützt uns das jetzt was? Wir gucken mal hier rein jetzt. Zeitungsausschnitte. Von 1981. 12 Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst 12-jährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch 2 Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek-Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an 3 der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor 2 Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... bla 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 bla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor 12 Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Aber wenn jetzt hier sogar öffentlich bekannt ist, dass William Selbstmord begangen hat, dann kann man doch nicht von der 5 Morden ausgehen, die Samuel durchgeführt haben soll. Weil dann hätten wir Vic, Dr. Herman, Sir Robert und noch den Gärtner. Den ehemaligen von den Gordons. Henry, glaube ich, hieß der. Das sind ja nur 4. Ich meine, 5 wären es ja wirklich nur, wenn William mit dazu zählt. Es sei denn, es gibt hier noch, also es gibt noch irgendwas anderes. Aber das würde ja dann kein Zusammenhang mehr mit dem Rest der Geschichte Holla, geben. Ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Funktioniert tadellos. Aber beim Tresor wird er mir nicht weiterhelfen. Okay, das heißt, es geht aber irgendwie anders in den Tresor. Dann gucken wir doch mal. Also entweder Angelina war dann gar nicht drin. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Okay, wir versuchen den Tresor allerdings erst im nächsten Video zu öffnen. Zeit ist nämlich an der Stelle schon wieder vorbei. Also bis dann. Tschüss.